Moin moin und herzlich willkommen zu liebe Kollegen und liebe Gäste zu Klappe auf und zu Lütten Branchenschnack von BFFS, der Bundesverband Schauspiel. Ich begrüße ganz besonders uns Gastschnacker, sind Film Ostfriesisch für Anfängers, löbt hier auf das Filmfest. Morgen, Sonnabend um 16 Uhr, das ist Clock Fair, in Cinemax Dreh. Herzlich willkommen, Gregory Kirchhoff. Wie sagt man Danke auf Plattdeutsch? Ich weiß es selber nicht. Danke. 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 Gregory, du bist ein Hamburger Jung. Ja. Ist dir das Plattdeutsch geläufig? Also ich selber spreche kein Plattdeutsch. Meine Eltern sind mit Plattdeutsch aufgewachsen, also zum großen Teil. Und als ich auch das erste Mal das Buch gelesen habe, habe ich das in der, also meine Eltern saßen irgendwie im Wohnzimmer und ich habe dann immer wieder nachfragen müssen, was jetzt irgendwie bestimmte Wörter irgendwie bedeuten. Also das hat auf jeden Fall geholfen. Also meine Familie ist aus dem Norden und ich und wir kommen alle aus dem Oldenburg und Hamburg und ja. Man muss dazu sagen, du bist ja noch unglaublich jung. Du bist 24 Jahre alt. Das ist dein zweiter Film und der kommt direkt in die Kinos. Das ist ja schon ganz was Besonderes, würde ich sagen. Du bist, wie ich gesagt habe, in Hamburg geboren, aber bist nicht lange hier geblieben. Ich glaube, aufgewachsen bist du im Ausland, dann auch in England im Internat gewesen und hast dann mit 17 deinen Abschluss gemacht und bist dann hier nach Hamburg auf die Filmschule gegangen. Genau. Alles richtig so? Oh, Gott sei Dank. ja, genau. Ich bin mit 10 ist meine Familie nach Spanien gezogen, nach Mallorca. Und dann bin ich mit 14 aufs Internat in England. Und dann, ich glaube, viele Hamburger, die gehen, die kommen meistens wieder, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das war es, aber auf jeden Fall bin ich dann wiedergekommen. Genau, mit 17, ist auch richtig. Und genau, dann direkt auf die Medienakademie. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich irgendwie ein Jahr, ja, wie die meisten dann irgendwie sich finden müssen oder irgendwie traveln müssen und habe dann schnell entschieden, ich will unbedingt Film machen und ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, deswegen wollte ich auch sofort anfangen und sofort studieren und so schnell es geht Filme machen und ich bin sehr froh, dass es einigermaßen dann auch so geklappt hat. Wann fing das denn an mit dem Wunsch? Oder sagen wir es so, was wolltest du da machen, als du so 8 warst? Also es fing eigentlich, obwohl nee, nicht, das ist zu früh. So ungefähr mit 12 habe ich so meine ersten Kurzfilme im Garten mit meinen kleinen Geschwistern, die noch viel jünger waren und die eigentlich gar nicht schauspielern wollten, aber ich habe sie gezwungen. Da habe ich so meine ersten Filme gemacht und auch angefangen zu schneiden, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das waren meistens so Actionfilme. Mit Action habe ich heute gar nichts mehr so richtig am Hut, aber ich habe so also ganz viel mit Waffen und meine Geschwister mussten sich immer wieder umziehen und es sind immer wieder aufs Neue gestorben und also sehr ernste Sachen und heute habe ich Ostfriesisch für Anfänger gemacht. Also das war, also so mit 12, 13 kam langsam der Wunsch und dann mit 17 stand ich vor der Entscheidung, mache ich entweder was Normales oder mache ich eben Film. Und dann habe ich halt Glück, dass meine Eltern mich da immer supportet haben und gesagt haben, wenn du es machen willst, dann mach es. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe in einem anderen Interview, das du gegeben hast, gelesen, dass du dann in deiner Ausbildung eine nicht allzu berauschende Note für Kommunikation mit Schauspielern bekommen hast. Ja, ich glaube, ich war der Schlechteste in der Klasse. Ich glaube, ich habe auch entweder eine 4 oder eine 5 bekommen im Umgang mit Schauspielern. Deswegen war ich dann auch ein bisschen nervös, als ich meinen ersten Film dann irgendwie gemacht habe. Und ja, genau. Also das war Dusky Paradise. 2014 habt ihr damit angefangen. Genau. Und zu deiner Ehrenrettung, jetzt lasse ich dich hier so hängen mit dieser Note, möchte ich mal kurz, die Schauspieler waren Cass Baxter, Martin Umbach, der nicht ganz unbekannt, und Charlotte Krenz.
Und ich lese mal kurz vor, es gibt ein wunderbares Making-of von Dusky Paradise, was man auch im Netz findet. Kann ich euch allen raten, euch das mal anzugucken. Da kann man Gregory ein bisschen dabei zugucken, wie er arbeitet und wie er mit den Schauspielern umgeht. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Und darin sagt unter anderem der Martin Umbach, ich übersetze es mal direkt, er hat es auf Englisch gesagt, aber seine Art der Kommunikation mit Schauspielern ist sehr effektiv. Es ist als ob er genau, also es ist, als wüsste er ganz genau, was Schauspielen bedeutet, was sehr selten vorkommt, vor allem bei einem Menschen, der noch so jung ist. Das hat er mal meiner Lehrerin damals erzählen sollen, die mir eine 5 gegeben hat. Genau, ich wollte gerade sagen, was ist in der Zeit dazwischen passiert? Gar nichts, wirklich. Also ich habe mich da komplett irgendwie selber irgendwie in den Film reingeworfen und habe ziemlich schnell bemerkt, dass ich gar nicht groß das irgendwie lernen wollte oder irgendwas verändern wollte in meiner Art, sondern ich wollte einfach nur so bleiben, wie ich bin und mit meinen Worten und ich habe da irgendwie ganz fest dran geglaubt, man muss einfach der bleiben, der man ist und man muss so kommunizieren, wie man kommunizieren will und ich wollte mich nicht groß umstellen oder irgendwie, ich glaube, da findet man, und das habe ich dann in meinem ersten Film halt schnell gemerkt, man findet irgendwann seinen Groove und deswegen war Dusky so ziemlich das Beste, was einem Erstlingsfilmemacher passieren konnte, weil das auf so eine sehr intime Art entstanden ist mit sehr liebevollen Schauspielern, die alle wahnsinnig talentiert, aber auch sehr geduldig waren. Und das war, es hätte mich nicht besser vorbereiten können, auf was kommt. Das Buch hast du auch selber geschrieben. Genau, ja, ja. Das führt mich zu dem jetzigen Film, Ostfriesisch für Anfänger. Also, wenn man an die ostfriesische Tiefebene denkt, kommt man nicht unbedingt direkt auf Dieter Hallervorden. Also ich zumindest nicht im ersten Gedanken. Wie kam das zustande? Dieter Hallervorden kam ziemlich... also erstmal muss ich meine Vorgeschichte erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Das war kein sehr langer Prozess. Ich bin 6 Wochen vor Drehbeginn, wurde ich das erstmal kontaktiert. Also ich bin sehr spontan eingesprungen sozusagen, hatte deswegen sehr wenig Vorbereitungszeit. Da gab es auch noch gar keine Schauspieler und keine Locations. Also es gab so noch... Also ziemlich wenig. Und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, ich will irgendwie, wenn wir jetzt 6 Wochen haben, wollte ich so schnell wie möglich einfach meine engen Vertrauten irgendwie mit ins Boot holen. Habe dann auch, was weiß ich, wenn es um Kamera ging, da wurden dann auch über sehr erfahrene Kameramänner zum Teil geredet. Und ich habe sofort gesagt im ersten Meeting, bitte gib mir meinen Dino, mit dem ich Dusky gemacht habe, und es wird alles gut. Da ist er. Hallo, Dino von Wintersdorf, der Kameramann. Dusky Paradise und Ostfriesisch. Genau. Und das hat dann auch sehr gut funktioniert. Und deswegen war es alles auch sehr frisch mit den Schauspielern. Und dann kam alles ziemlich... schnell auf mich ein, also dann kamen die Vorschläge und dann irgendwann fiel der Name Hallervorden, und ich hatte auch irgendwo in einem Artikel gelesen, dass er ist ja jetzt schon 80 Jahre alt, dass er trotz seines Alters so Lust hat auf Arbeiten und dann haben wir gesagt, so, warum nicht, und Buch hingeschickt, und dann kam sofort positives Feedback, und dann habe ich ihn getroffen und es hat sofort sehr gut hat gut funktioniert, kann man sagen. Und dann, ich glaube, da musste er innerhalb von 2 Wochen platt lernen, was natürlich, also das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, Respekt, wenn er das hinkriegt, aber er hat das wirklich sehr gut gemacht. Also wenn man drüber nachdenkt, in 2 Wochen musste er das komplett lernen, die ganze Sprache, den Dialekt, und dafür hat er das echt wahnsinnig gut gemacht. Wow, das ist echt eine Leistung. Ja, aber echt eine Leistung, ja. Wie war das denn? Du hast gerade gesagt, dann habt ihr euch kennengelernt und so weiter. Dieter Hallervorden, Schwergewicht, 7 Millionen Kinozuschauer. Wie ist das so? Ich habe ein bisschen Vorteil, weil ich so wenig vorher mit...
weil ich ja so lange im Ausland war, hatte ich so wenig mit Deutschland und mit der deutschen Geschichte oder, ja, jetzt nicht deutsche Geschichte, aber deutschen Film. Ich kannte gar nicht so viel und ich muss gestehen, also Hallervon, natürlich, jeder kennt Hallervon, aber ich wusste jetzt auch nicht alles und ich war so ein bisschen, ich habe mich ein bisschen wie der Outsider gefühlt, und dann habe ich gesagt, einfach reingehen und bleib du selber und genau, und das war, also er ist auch total ein total lieber, bodenständiger Mensch, der es vor allem auch total liebt, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich, besser geht es nicht, weil ich habe auch dem Produzenten davor gesagt, also wenn es dazu kommt, dass es, es kann ja sein, dass du einen älteren, erfahrenen Schauspieler kennenlernst und der dich auf einmal als kleinen, jungen, unerfahrenen Regisseur auf einmal nicht ernst nimmt. Und das war halt von... zu keinem Zeitpunkt irgendwie der Fall. Und deswegen, da hat das mir das Selbstbewusstsein gegeben, zu sagen, komm, wir machen das, wir ziehen es durch. Und dann haben wir es zum Glück so gemacht, weil er hat das echt super gemacht. Ja. Wie arbeitest du? Welche Möglichkeiten hattest du? Du hast gesagt, es gab wenig Vorbereitungszeit. Gab es die Möglichkeit zu proben? Nein, ich glaube nicht. Nee, wir hatten ein Reading, wo in Berlin aber auch nicht alle Schauspieler zusammenkamen. So richtig geprobt haben wir nicht. Nee. Aber das war auch mit Dusky so, da gab es gar nicht genug Geld, um irgendwie zu proben. Da habe ich auch die Schauspieler über Skype gecastet und all solche Sachen. Also war das jetzt für mich nichts Neues. Und es war so ein bisschen für alle, hatte ich das Gefühl, alle wurden ins kalte Wasser geworfen und mir persönlich hat es eigentlich ganz gut gefallen, weil ich wusste, ich habe jetzt auch nicht so viel zu verlieren, weil ich werde da jetzt so reingeworfen und dann haben wir einfach alle gesagt, wir machen jetzt mal das Beste draus und ich weiß nicht, ob alle Schauspieler wirklich so positive, gute Menschen sind oder ob ich bisher nur Glück hatte, weil es war bisher bei Dusky und bei Ostfriesisch hatte ich wahnsinnig Glück mit den Leuten, die zusammenkamen. Ich hoffe, es geht so weit. Ich habe keine Ahnung. Ein paar von denen sind auch hier und unterstützen dich heute. Ich habe Kailas gesehen, den wir gleich auch noch, wir haben den Trailer mitgebracht, den wir uns angucken, da werden wir mich drin sehen. Der Michael ist hier. Vielleicht zeigt er mal kurz auf, dann können danach... deine Produzentin von Keymotion Pictures ist hier, weil du auch in den letzten 2 Jahren auch mal eben deine eigene Produktionsfirma gegründet hast mit 24, hat man auch sonst nichts zu tun. Ne? Mal eben so. Ich bin ungeduldig, ja. Ja. Wo ich ihn gerade anspreche, dann gucken wir doch den Trailer mal kurz rein. So, Elfriede. Vier Abend. Herr Henrichs, ich würde Sie bitten, auf eine hochdeutsche Aussprache zu achten. In Ostfriesland schnackt man so. Können Sie uns sagen, wie wir zum ZAF kommen? War das ein Einheimischer? Ostfriesland needs Fachkräfte. That can you bring here into this land? Dein Haus ist vor 4 Monaten zwangsversteigert worden. Die Ausländer bekommen hier einen Sprach- und Integrationskurs. Du wirst hier Unterricht geben. Los, mithelfen. Hey Sandy, day starting, those nights, Kansas tea. Wir sind hier nicht in Deutschland. Hier ist Ostfriesland. Die Sprache, die ein Mann schnackt, ist platt. Blatt. Was hat er gesagt? She knows the road knows new. There ain't. Wie läuft's denn so? Katastrophe. Was wollt ihr von uns? Lass uns in Ruhe. Die Utländer, die schnackt all platt. Das ist mein Klasse. Ja, Kinostart ist am 27. Oktober. Hier Premiere auf dem Filmfest. Wie gesagt, nochmal auf Hochdeutsch jetzt. Morgen im Cinemax 3 um 16 Uhr. Du hast eben gesagt, deinen Film Dusky Paradise hast du gesagt, via Skype gecastet? Also E-Castings oder live via Skype gecastet?
Ja, ich habe, also es war wirklich ein No-Budget-Projekt, kann man sagen. Also musste ich dann selber auf die ganzen Schauspielagenturen und habe dann auch versucht, die Agenten zu meiden, weil da geht es ja meistens ums Geld. Und dann habe ich die Namen mir rausgesucht und dann persönliche E-Mails herausgefunden und dann persönlich angeschrieben und gesagt, bitte erzähl deinem Agenten nichts von dem Projekt, weil... Ich habe gehört, es gibt auch viele Agenten, die solche Projekte sehr unterstützen, mal zur Rettung der Agenten. Ja, genau. Nein, total. Und jetzt, das mache ich auch nicht nochmal, auf gar keinen Fall. Ja. Gut, und hilf mir kurz, du hast selber eingereicht und bist auch direkt eingeladen worden zum Festival. Sag mir nochmal kurz... Jetzt mit Dusky. Genau, mit Dusky hatten wir einmal Weltpremiere in Krakau. Das ist so ein Independent-Festival gewesen, wo wir mit 9 anderen Filmen nominiert waren für den Krakau Film Award für $100,000. Da habe ich auch geguckt, das kann nicht wahr sein. Und das haben wir dann nicht gewonnen, aber das war neben Filmen, die beide bei der Berlinale und in Rotterdam und überall in Sundance gewonnen haben. Und zum Teil, also waren wir einfach happy, dass wir dabei waren. Und jetzt eigentlich noch glücklicher waren wir mit Raindance. Das kam jetzt, da kommen wir gerade her aus London. Da hatten wir England-Premiere. Und Raindance ist echt ein wichtiges und großes Festival in Großbritannien. Und deswegen waren wir sehr, vor allem weil der Film so klein war, waren wir sehr überrascht, aber positiv überrascht. Also wenn du mit deiner Energie und dem kleinen Team mit dem Film schon diese Erfolge hattest, dann drücken wir dir zwar die Daumen, aber dann habe ich fast den Eindruck, dass das nicht mehr notwendig ist für den Film, wenn er im Kino startet. Aber trotzdem alles Gute dafür. Aber für Ostfriesisch für Anfänger hattest du Unterstützung von der Casterin Silke Findelmann. Wie war es denn dann für dich, quasi das erste Mal mit einer Casterin zusammenzuarbeiten? Also es war super, weil sie so toll ist. Also Silke, ich habe, glaube ich, sehr viel Glück. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel Glück. Silke war ein absoluter Traum und ich hoffe auch, dass ich mit ihr weiterarbeiten kann. Und weil sie einfach, ich weiß nicht, sie hat eine sehr gelassene Art, an diese Filmbranche ranzugehen. Und das gefällt mir irgendwie. Und ihre Vorschläge waren alle wirklich super. Auch jetzt, weil wir mussten sehr schnell und spontan arbeiten. Auch die Besetzung von Holger Stockhaus zum Beispiel kam sehr spontan. Das ist der Kollege, der diese unglaublich tolle Rede hält. Genau, der Bürgermeister. Die wir eben kurz gesehen haben, der Bürgermeister. Haben wir kurz gesehen. Über die Special Forces. Und da bin ich so froh, dass der mit ins Team gekommen ist, weil er so ein wahnsinnig witziger Mensch ist und auch so super diesen... Dietmar Holthagen spielt und Viktoria Trautmannsdorf zum Beispiel. Das waren alles Casting-Entscheidungen, die ein bisschen weggingen von dem, was ich glaube ich am Anfang gedacht war. Also ich glaube, am Anfang waren ganz andere Typen gedacht und Silke und ich sind da irgendwie so mit einem anderen Blick reingegangen und haben gesagt, nee, lass doch mal nicht das Typische nehmen, sondern vielleicht das etwas andere. Und das waren für mich dann so Holger und Viktoria total und die es auch super machen und ja, wie gesagt, ganz viel Glück gehabt mit den Schauspielern. Jetzt sind wir ja hier die Schauspieler und lernen dich gerade neu kennen. Jetzt interessiert uns natürlich auch ganz stark, wie wir denn mit dir in Kontakt treten können. Bist du da offen? Darf man dir seine Karte geben? Ja, ich denke, wenn ich euch einfach so anschreiben darf, dann dürft ihr mich auch einfach so anschreiben. Absolut. Also ihr findet mich auf Facebook. Da bin gut, dass du es sagst. Ich hätte es uns jetzt verraten. Da könnt ihr mich gerne adden. Und ich mache das so ein bisschen so auch Twitter. Da sage ich manchmal so meine Meinung zu der Welt. Ist ganz spannend. Könnt ihr mal vorbeigucken. Aber nein, natürlich. Also ich bin, ich brauche auch neue Freunde. Ich habe nicht so viele Freunde. Also ist super. Okay, alles klar. Dann bleib doch einfach gerne noch ein bisschen im Zelt bei uns. Und ich weiß nicht, ob jemand noch Fragen hat. Gibt es Fragen aus dem Publikum an Gregory Kirchhoff? Ich hätte eine Frage. Mit Mikrofon. Ich dränge mich direkt vor. Was steht denn bei dir an jetzt gerade? An was arbeitest du? Schreibst du gerade? Was planst du? Ich habe jetzt...
Also Ostfriesisch war jetzt nicht mein, sozusagen mein, ein, das war ein sehr spontanes Projekt, das war jetzt nicht von mir selber geschrieben, sondern von Sönke Andriesen, der ist auch da hinten. Ach, der Autor ist auch da, herzlich der Autor willkommen. Der Autor ist auch da. Genau, also mit Sönke würde ich sehr gerne weiterarbeiten und das sind auch so Sachen, die da redet man mal und plant, da freue ich mich drauf. Persönlich habe ich ein neues Drehbuch geschrieben und das versuche ich jetzt auch eher in die Richtung, wie Dusky war, auf Englisch und auch international versuchen wir es gerade zu entwickeln und aufzubauen und ja, es ist nicht wie Dusky, es ist nicht wie Ostfriesisch, es ist nochmal irgendwie was anderes und genau. Kannst du schon was verraten zu den Rollen, die da so zu vergeben wären? Ich guck kurz. nein, ja klar. Also es ist ein Film, es geht um die Filmbranche, kann man sagen, weil es ist ein Film über einen Filmcutter, der sich in die Schauspielerin verliebt, mit der er die ganze Zeit auf seinem Bildschirm zu tun hat. Also die er persönlich nicht kennt, aber mit der er die ganze Zeit am Arbeiten ist sozusagen. Und desto mehr er sich dort irgendwie verguckt, umso mehr geht sein eigenes Leben und ein bisschen aus den aus der Richtung. Und genau, also so ein bisschen dieses Realität und Fiktion, was ist das im Bildschirm und was ist eigentlich wirklich, worauf kommt es wirklich an und so ein bisschen das Thema, was wir, glaube ich, alle durchmachen, wo wir in einer Zeit leben, wo wir die ganze Zeit vollgepackt werden mit Facebook und Social Media und Topmodels überall und das Ganze. Und ich finde, es war, glaube ich, noch nie so schwer, irgendwie sein eigenes Leben zu schätzen, so wie es ist. Und dass man immer irgendwie das Bessere sieht oder damit konfrontiert wird und dass niemand wirklich richtig glücklich ist mit seiner jetzigen Situation, weil es immer das Bessere gibt. Und das ist so ein bisschen das Thema. Und deswegen, also auch wieder, wie Dusky es war, auch wieder was Persönliches, so ein persönliches Thema und persönlicher. Ja. Dann wünschen wir dir dafür viel Erfolg. Wir haben jetzt rausgehört, eine weibliche und eine männliche Rolle steckt schon mal drin. Weiteres könnt ihr ihn dann gleich fragen. Dann möchte ich dir gerne als kleine Inspirationsquelle für die weiteren Besetzungen, für Skype-Castings als auch im Austausch mit den kommenden Casterinnen oder mit Silke, wenn du weiter mit ihr arbeitest, unser Plakat Hamburg, deine Perlen. Du siehst es auch da vorne an der Wand, das sind die BFFS-Schauspieler Norddeutschlands. Mhm. Das Danke. Kannst du dir aufhängen und dich davon inspirieren lassen. Wunderbar. Und seit diesem Jahr oder seit kurzem haben wir das nicht nur als Plakatform, sondern auch online unter www.deineperlen.de. Gut. Super, ich werde es mir aufhängen. Vielen Dank, Gregory Kirchhoff. Danke.